lustigster Ortsname des Nordens. Und morgen besuchen wir den nächsten Kandidaten. Da sind wir zu Gast in Schleswig-Holstein in Altenthal. Und jetzt schauen Sie sich bitte das hier mal an. Das hier ist das Arbeitsgerät unseres nächsten Gastes. Unser nächster Gast ist allerdings kein er, es ist eine Sie. Und sie fährt mit diesem Ding hier, springt sie über Autos, sie fährt durch Feuerwände durch. Wir freuen uns jetzt hier bei Mein Nachmittag auf Europas einzige Motorrad-Stuntfrau. Ihre Honda ist schnell, laut und ziemlich pink. Ihr Sport gefährlich. Mailin Senf ist die einzige professionelle Motorrad-Stuntfrau in ganz Europa. Und sie rockt in rosa. Motorrad fährt sie schon länger. Ihren Job hat sie vor 3 Jahren an den Nagel gehängt. Seitdem lebt sie von den Motorrad-Stunts. Heute ist Showtime. Auf den Harley-Days in Lübeck zeigt sie den Jungs, wo der Hammer oder vielmehr die Zange hängt. Anna, kannst du mal die Zange, die Spitzzange aus dem Kasten nehmen, bitte? Die schwarze, ne? Alles schwarz. Ich nehme nur den Schutz raus, dann hat sie ein bisschen mehr Leistung und sie hört sich einfach besser an. Weil es gibt irgendwie keine Musik hier, das finde ich ein bisschen schade. Und damit sie es einfach besser anhört, nehme ich den jetzt raus. Ist aber auch schwieriger zu fahren allerdings. Das sind meine pinken Rauchbomben. Die zünde ich irgendwann während der Show und dann qualmt es schön rosa. So, Flammenwerfer muss ich auflehnen, nochmal checken, dass es auflädt. In einer Stunde brennt hier die Luft. Doch die Bedingungen für die Show sind heute mies. Ein Sturmtief naht und der Platz? Was ist das Problem mit dem Platz? Dass in der Mitte so eine große Kerbe ist. Könntest du mich mal aus der Bahn hauen? Es ist ein ordentlicher Vogel. Da muss man schon aufpassen. Gestern ist einer hier gefahren, den hat es auch fast erlebt dabei. Doch Mailin weiß, was sie gegen ihre Angst tun muss. Ich sag mal, Safety first, das ist das Wichtigste. Wenn man schon sowas macht, dann muss man auf jeden Fall die passenden Klamotten, Schutzkleidung anhaben. Ich habe immer Protektoren unter meinen ganzen Sachen. Meistens fragen mich die Leute, oh, du fährst nur mit Jeans, aber das sind auch Kevlar-Jeans und also ich habe wirklich alles drunter. Zahntechnikerin hat die 24-Jährige gelernt, doch das war ihr zu öde. Die Hamburgerin träumt davon, mit ihrer Stuntshow um die ganze Welt zu reisen und richtig berühmt zu werden. Feuerfeste Kleidung, Fehlanzeige. Der Trick bei dieser Nummer, schnell durch, sonst wird's zu warm. Mailins Show beeindruckt selbst echte Harley-Kerle. Mädel hat das also ganz gut drauf. Schade, dass sie keine Harley fährt, aber vielleicht macht Harley doch mal, dass sie dann doch mal die Sponsoren und dann vielleicht mal eine rosane Harley rumfährt. Alle lieben Mailin, die kleinen und die großen Jungs. Nur eine Karte? Ja. Ist das ein Künstlername? Oder? Nee, das ist mein richtiger Name. Auha. Thomas, war das nicht? Ja. Höhepunkt zum Schluss, der Burnout. Standgas und Vorderradbremse gleichzeitig, bis der Reifen qualmt. Kaputt, das will das Publikum sehen. Jetzt kann es beruhigt nach Hause gehen. Herzlich willkommen in unserer Rubrik Zu Hause im Norden. Motorrad-Stuntfrau Mailin Senf aus Hamburg. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ganz ehrlich, Mailin ist kein gewöhnlicher Vorname. Wie kamen Sie denn zu dem? Das hat sich meine Mom einfach ausgedacht. Sie sagte, oh, jetzt habe ich eine Tochter, die soll mal ganz besonders heißen. Und das hat sie sich so zusammengewürfelt. Also Mailin Chi eigentlich. Das ist chinesisch und heißt übersetzt auf Deutsch schöner Baum am Stein in den Fluss. Ja, und so kam das halt. Ah, und das passt. Okay, das ist ein schöner Name. Jetzt haben wir das mit dem Namen geklärt. Jetzt müssen wir noch klären, wie Sie zu diesem unglaublichen Job gekommen sind. Denn Sie sind ja eigentlich Zahntechnikerin. Wie kam das, dass Sie irgendwann gesagt haben, ach, da habe ich keine Lust mehr zu. Jetzt mache ich lieber mal Stuntfrau. Und dann auch noch auf dem Motorrad. Ja, das kam so, dass ich
eigentlich mit 20 einen Motorradführerschein gemacht habe. Bin dann so gefahren, ein Jahr ganz normal. Habe ich mein Motorrad messen besucht. Und da habe ich zum ersten Mal diese Stuntshows gesehen, wie die Jungs da mit einem Rad Kunststück auf Motorrad machen. Und ich war total beeindruckt davon. Habe gesagt, oh, das würde ich auch gerne können. Dann habe ich mir einen Platz gesucht und habe das eisern geübt. Und am Anfang war es nur ein Hobby und es ist immer mehr. Und es ist so gut geworden, dass ich dann irgendwann auftreten konnte und ich super positives Feedback bekommen habe. Und daraus ist ein richtiger Beruf geworden. Ja, ja, wie? Sie sind damit einfach mit Ihrem Motorrad auf dem einsamen Parkplatz und haben gesagt, so, jetzt fahre ich hier mal 20 Meter auf dem Hinterrad? So haben wir es gelernt? Genau so fing es an, ja. Und wie viele Motorräder hat das Leben gekostet, dieses Üben? Also ich hatte nur eine kleinere davor. Die ist bis heute heil. Und ja, damit habe ich es geübt und dann bin ich jetzt auf die größere umgestiegen und also es ist noch nichts wirklich Großartiges passiert. Haben Sie denn nicht irgendwie, also Kurse gibt es ja wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach nur so alleine für sich lernt, ja, und dann so fahren kann. Also es gibt schon so eine Art Kurse, Workshop nennt sie das, also Wheelie Workshop. Da war ich auch, das habe ich jetzt vergessen, einen Tag. Da lernt man das, also die Technik, wie funktioniert das überhaupt, aufs Hinterrad zu kommen. Und ja, da war ich halt auch einmal für 2 Tage. Jetzt stelle ich mir das vor die Familie. So, Zahntechnikerin. Dann sagt sie auch immer, ach, Mama, das ist nichts mehr für mich. Ich möchte jetzt Stuntfrau werden. Wie hatten die Familie, wie haben die Freunde denn reagiert? Ja, dadurch, dass ich eigentlich immer schon ein bisschen verrückter war oder immer das gemacht habe, worauf ich Lust habe. Und war das eigentlich für die fast schon normal. Also, die haben schon gedacht damals, ja, Zahntechnikerin, das wird sie bestimmt nicht ein Leben lang durchziehen. Irgendwas bekloppt, das kommt da bestimmt noch. Und ja, meine Familie, besonders meine Mom, ist mein größter Fan. Und die stehen alle dahinter und finden das alle klasse, was ich mache. Und jetzt so bei den Stuntleuten mal ganz ehrlich. Was sind das so für Typen? Sind das alles so ein bisschen Abenteurer, leicht verrückte Freaks, lebensmüde? Oder was sind so diese Stunt-Leute für Menschen? Es sind schon irgendwo Freaks. Sind auch viele, wo man, die würde man auf der Straße sehen und gar nicht vermuten, dass die sowas machen, weil die sehr, sehr still und ruhig sind. Und dann auf einmal setzen sie sich aufs Bike, ziehen den Helm auf und gehen total ab. Also das gibt es auch. Das ist ganz verschieden eigentlich. Was ist denn eigentlich Ihr gefährlichster Stunt? Das allergefährlichste, was Sie je gemacht haben? Jetzt beim Motorradfahren? Beim Motorradfahren, ja. Das allergefährlichste. So viele gefährliche Sachen, ja, war schon gar nicht mehr was. Ich weiß nicht. Alles ist ein bisschen gefährlich natürlich. Also man muss auf jeden Fall bei einem immer 100% dabei sein. Wenn man mal kurz nicht konzentriert ist, dann kann es sehr schnell in die Hose gehen natürlich. Also eigentlich ist fast alles gleich gefährlich. Und man kann bei jedem meiner Tricks, da kann ich hinfallen und dann ist es halt nicht so gut. Aber ja, ich gebe mir Mühe, dass es nicht passiert. Aber Sie machen ja nicht nur die Shows, was wir jetzt eben gesehen haben, sondern als Stuntfrau arbeiten natürlich auch für Film und Fernsehen. Wir haben mal einen Ausschnitt aus einem Kinofilm, wo Sie ja mitgespielt haben. Mord ist mein Geschäft, Liebling. Da wollen wir mal reinschauen. Gut. Da. Welche sind Sie denn da jetzt auf dem Motorrad? Die von jetzt aus Linke. Die mit der etwas größeren Oberweite, weil der andere ein Junge war. Und wie lange haben Sie da geübt, bis Sie das dann im Kasten sozusagen hatten? Jetzt während des Drehs? Ja. Wie lange? Es waren insgesamt 6 Tage, die wir das gemacht haben. Wow. Hast du das gesehen? Und das ist wirklich, das ist doch bestimmt Trick, oder? Na, da wurde schon an manchen Stellen etwas nachgeholt. Ja. Aber es sieht toll aus. Wenn ich jetzt diese Szene mir jetzt angucke, nebeneinander, man bremst, dreht sich so auf dem Fall. Wie lange geht man sowas vorher durch mit seinem Stuntpartner, dass man sagt, okay, jetzt läuft die Kamera, jetzt haut das auch hin? Also wir beide sind richtige Motorrad-Stuntfahrer. Wir können es schon seit längerem oder haben dafür jahrelang trainiert. Dann vor Ort, damit es wirklich parallel so zusammenpasst, haben wir einen Tag vorher geübt. Wenn man das jetzt so sieht, also da bleibt ja nur die Frage, was haben Sie sich denn noch nicht gebrochen, sozusagen? Also ich habe mir noch nie was gebrochen dabei, muss ehrlich? Ich sagen. Ja. Aber schon mal was verletzt, oder? Also ich bin schon öfters hingefallen, aber dadurch, dass man eigentlich immer weiß oder damit konfrontiert wird, dass gleich irgendwas passieren kann, man weiß, wie man sich hinlegt. Ich hatte auch eine Menge Glück. Es ist noch nicht wirklich viel passiert. Blauen Fleck, Schürfwunden, abgebrochene Fingernägel, aber sonst nichts Dramatisches. Wie ist das denn bei einer Versicherung, wenn man angibt, Beruf Stuntfahrerin?
Sagt ihr sehr gerne, Frau Wendt, oder sagt man, oha, das sind dann hohe Beiträge? Nee, da habe ich Glück, oder da haben die Stuntleute heutzutage Glück, da gibt es eine super Versicherung, die da extra für uns einspringt. Und ja, eine ganz normalen könnte man das, glaube ich, nicht fragen. Ja, das gibt es inzwischen schon, auch. Das gibt's auch. Sie haben ja Ihr Arbeitsgerät jetzt hier mitgebracht. Also erstmal sieht man gleich, Sie haben ja ein Faible für Pink, ne? Ja, auf jeden Fall. Alles pink, Klamotten pink, das Motorrad pink. Warum? Einfach, weil es Ihre Lieblingsfarbe ist? Ich dachte, ich bin schon die einzige Frau in Europa, die das so macht. Bin blond, bin eigentlich ein typisches Mädel. Und da dachte ich, das ja, muss pink auf jeden Fall. Das ist eine Farbe, die erkennt man sofort wieder. Und ich mag sie persönlich auch gerne. Und deswegen ja, habe ich das mal alles in pink gemacht. Und weil es, ja. Entschuldigung, nein. Nee, und weil es halt zu meinem Sponsor her passt. Die haben da auch so eine Ladies Line, alles in pink von Icon. Und das, ja. War der Plan. Ist das denn jetzt eigentlich, sag mal, so eine ganz normale Straßenmaschine oder haben Sie da viel umgebaut? Es ist eigentlich weniger umgebaut als gedacht, als man also jetzt denken würde. Das Wichtigste ist eigentlich das große Kettenblatt. Das ist hinten, da hinten drauf, genau. Ja? Einfach eine kurze Übersetzung. Das ist für unsere Tätigkeiten im ersten Gang viel zu machen, dass da gleich die Leistung ist, schnell hochzukommen. Dann sind Schützbügel an den Seiten, weil sie natürlich öfters mal liegt. Hinten ist eine Wheelie-Bar, da habe ich noch so Packs hinten dran, die Funken auf dem Boden. Also wenn ich mit dem Heck auf dem Boden schleife, dann gibt es halt schöne Funken. Also ich habe ein paar Special Effects dran. Also am Motor selber ist jetzt nichts gemacht. Ja. Wie viele Reifen haben Sie denn schon verschlissen? Weil am Ende Ihrer Show ist ja immer, dass der Reifen dann durchbrennt quasi, ne? Ja. Ich denke mal so 30 Stück auf jeden Fall im Jahr. Und eigentlich bei einer Show, bei einem Showtag ist der Reifen eigentlich immer hinüber. Mhm. Ja. Und wir haben ja auch gesehen, toll sieht das ja aus mit diesen pinken Quallen. Wie machen Sie das? Das müssen Sie noch mal genau erklären. Ja, ich habe hinten Rauchbomben, Patronen dran am Motorrad. Und ja, wenn es passt, dann zünde ich sie während der Show und dann qualmt es halt mal. Wie machen Sie das? Einfach auf den Knopf vorne drücken? Oder wie ja, ich habe an der Seite so einen Schalter, den ich umlegen muss. Und dann knallt es einmal und wird elektrisch gestartet. Wunderbar. Der pinke Schalter. Der pinke Schalter. Ich bin so ganz fasziniert von diesem Motorrad. Wir Männer sind da ja immer ein bisschen technischer wahrscheinlich. Was kostet denn eigentlich jetzt so eine Maschine? Kann man das überhaupt sagen? Also ich würde es mal schätzen, so Pi mal Daumen, wie sie da steht, also ohne die wunderschöne Folienbeklebung, um die 6.000 Euro. Was geht noch? Also sie war gebraucht damals. Damals konnte ich mir noch nicht irgendwie ein nagelneues Motorrad und dann hier gleich auf die Straße und alles. Sondern ja, das kostet sie. Wo kann man Sie denn das nächste Mal erleben mit Ihrer Maschine? Also ich habe dieses Jahr erstmal mein Saisonende sozusagen. Also gerade da. Und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich im Januar am Bodensee wieder fahren. Und ich hoffe auch demnächst dann wieder in Hamburg. Aber da müsste man am besten auf meine Seite gucken, weil das ist immer sehr spontan. Und nächstes Jahr ist noch alles in Planung. Dann einfach mal auf die Seite schauen. Okay, für den pinken auch. Richtig. Oder bei dem nächsten Film, ne, wenn Motorradstunts sind, ganz genau hingucken. Vielleicht genau. Kann man sie ja doch so durch den Helm durchsehen. Wir sagen, Mailin Senn, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei meinem Nachmittag. Ne? Europas einzige Motorrad-Stunt-Frau. Und weiterhin gute Fahrt. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Dankeschön. Und richtig sportlich geht es jetzt auch weiter hier im Quiz bei meinem Nachmittag.